Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Love Wednesday, der in Wirklichkeit gar kein Love Wednesday ist, sondern hier im Jetzt bei mir ein Love Tuesday, aber es ist schon sehr lange nicht mehr vorgekommen, meine Lieben. Es ist eine Late-Night-Ausgabe. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Impuls gerade, also doch, ich weiß, warum ich diesen Impuls gerade gespürt habe, weil ich euch unbedingt etwas erzählen muss. Ich habe eine Botschaft für euch, meine Lieben. Und eigentlich wollte ich bis zu den Weekend-Vibes warten, aber die Botschaft wollte heute raus. Und ich möchte euch von einer Begegnung erzählen, die ich hatte am Montag, die so klar aufzeigt und die für dich eine Hilfestellung sein kann, die Zeichen in deinem Leben zu deuten. Ne? So. Und was, ne, was gerade wichtig ist, hier liegt ein ganz, ganz großer Ratschlag anhand eines persönlichen Beispiels. Ich will euch eine Bedienungsanleitung geben, meine Lieben, das will ich gerade tun. Und das funktioniert heute eben in einer Late-Night-Ausgabe. Die, die mich schon sehr, sehr lange verfolgen, das sind ganz besondere Legungen, keine Ahnung. Die haben einfach einen Zauber in sich und sie sind einfach speziell. Deal with it. genau, wir sind ja gerade in dieser krassen Fische-Energie. Wirklich, meine Lieben, das Universum hat mir nicht einen Samen zum Aussehen gegeben, sondern viele. Es hat mir eine ganze Tüte voller Samen hingeworfen. Ne? Es macht so viele Türen auf. In jedem Bereich meines Lebens ist, ne, ist keine Klarheit da. Und es betrifft tatsächlich alle Bereiche. Ich stehe mit so, so, so vielen Menschen in Kontakt und es gibt künftige Treffen, Telefonate, wie auch immer. Es ist einfach so unglaublich viel los. Ne? Alle Türen sind offen, das Arrangement mit der Ungewissheit. Ne? Ich habe es euch erzählt. So. Ich erzähle euch auch die ganze Zeit, das Potenzial liegt im Wir. Ne, nur wer anderen jetzt authentisch, offen begegnet in der Kommunikation, wer bewusst nach Verbindung sucht, bekommt, was er sich wünscht. Und das habe ich am Montag erfahren, was ich da quasi selber erzähle. Ne? So, ich habe es verstanden und das will ich euch unbedingt mitgeben. Ich manifestiere, ich habe einen sehr, sehr großen Wunsch und den manifestiere ich schon. Der stand auf meinem Vision Board 2023. Ich will einen Hundesitter haben. Ich will jemanden haben, der hier in meiner Nähe wohnt und dem ich meine Hunde mal ein paar Stunden geben kann. Weil aktuell habe ich nur einen Hundesitter und der wohnt 400 Kilometer weit weg. Und ansonsten kann ich die mal ein paar Stunden daheim lassen, aber ich bin sehr eingeschränkt. Und ich habe mein Vision Board 23 schon abgenommen und habe gedacht, naja, schade, hat sich nicht erfüllt. Schreibe ich 24 direkt nochmal drauf, ne? Weiter geht's. Und dann, ich habe vor kurzem erst nochmal eine Menge Aufwand für diese Manifestation betrieben, ne? So, ich habe Zettel beim Rewe ausgehangen und, ne? So, ich war wirklich in der aktiven, ich mache das jetzt, ich kümmere mich jetzt darum, ne? Dass das in mein Leben kommt. Und da kam einfach nicht die Resonanz, die ich haben wollte, sagen wir es mal so. Es hat nirgends gematcht, ne? Es hat sich nie richtig angefühlt. Ja, und dann begegne ich am Montagmorgen beim Gassi jemandem, den ich schon sehr oft begegnet bin. Ein 74-jähriger, netter Mann. Ich habe ihn auch schon öfters mit seiner Frau getroffen. Sie haben mir erzählt, ja, ihr Beagle ist gestorben, schon vor 3 Jahren. Und sie überlegen wegen einem neuen Hund. Und irgendwie wissen sie es auch nicht. Es fehlt halt schon so sehr. Und ja. Sie holen sich keinen Hund, weil sie niemanden haben, der auf diesen Hund aufpasst. So, das waren die Informationen, die ich hatte. Ich habe das nie bewusst wahrgenommen. Ich schwöre es euch, meine Lieben. Und dann treffe ich den wieder am Montag und sage, und, was macht die Hundesuche? Und dann sagt er so, ja, ist halt schwierig, ne, wenn man niemanden hat, der auf den Hund aufpasst. Und dann hat es bei mir kling-kling gemacht. Dann war ein riesengroßes Puzzleteil da. Ich bin aktiv und bewusst in die Verbindung gegangen mit diesem Mann und habe gesagt, hey,
Ich habe meine Bedürfnisse genannt. Ich so, ich suche ganz dringend einen Hundesitter. Und er ist total offen dafür. Wir treffen uns jetzt. Und es fühlt sich richtig, richtig stimmig an. Auch seine Frau ist super nett. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ein Rentnerpärchen, das, was ich jetzt auch gerade wahrnehme, das einfach total einsam ist. Also ich tue wahrscheinlich auch noch was total Gutes damit, wenn wir da so eine Connection aufbauen. Ne? Wir müssen ja auch erstmal Freunde werden, damit meine zwei Angsthunde sich da wohlfühlen. Aber I totally feel it. Und ich war dann in so einer krassen Energie, der wirklich, der Erleuchtung, der Erkenntnis, ne? Der Stern, dass ich nur dem Leitstern folgen soll, dass keine Begegnung jetzt gerade, und es können viele unterschiedliche sein, ne? So, dass keine Begegnung gerade ohne Grund da ist. Und genau da hat meine innere Stimme eingesetzt. Er erzählt so irgendwas, ja, so viele Zecken, bla bla bla, und das Universum sagt, du brauchst einen Hundesitter. Und ich so, bam. Und dieses, es ist immer alles schon da, ne? So, das war für mich so richtig krass mindblowing. Und ich weiß aus meinem Umfeld, dass das vielen gerade so geht. Dass unglaublich viel von dieser Wassermann-Energie, von dieser aufeinander zugehen und Türen aufmachen, ne? So, dass diese Türen zu öffnen, tatsächlich eben auch diesen Plan für dich entsteht, der Entwicklung deiner Manifestation. Also keine Begegnung ist gerade zufällig. Selbst wenn das Universum auch dir 7 Kelche hinwirft, einen ganzen Sack voller Samen, sieh sie alle ein. Schau dir alle Optionen an. 7 Kelche. Alles, was passiert. Nimm alles auf und dann schau, was wird gegossen. Was wächst, was entwickelt sich. Und das ist das, was dann am Ende für dich bestimmt ist. Und ein paar Samen bleiben im Boden und kommt nichts, meine Lieben, kommt nichts. Interessant. Also, das ist der Vibe der heutigen des Love Wednesdays. Diese ganz krassen Begegnungen, die möglicherweise sein könnten, was du dir wünschst, oder ein unfassbar wichtiges Puzzleteil. Jede zufällige Begegnung, jedes Gespräch, sei immer deine Wahrheit. Erkenne die Botschaften deiner Seele. Die wirklich, für mich war das so, du suchst einen Hundesitter. Das war eine richtige Stimme in meinem Ohr. Und dann habe ich mich nackt gemacht und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche etwas von dir. Und am Ende des Tages, wenn die sich jetzt einen Hund anschaffen, ne? Am Ende des Tages gehen wir hier eine, wenn das alles, also ich manifestiere das, das ist das Richtige. Aber ich will es nicht, also ich will es von der Sprache her nicht in Frage stellen, aber ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Ne? Wir haben uns noch nicht getroffen. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass das auch eine harmonische Symbiose ist. Denn natürlich, wenn sich die Hunde vertragen, haben die auch einen Hundesitter, wenn sie einen brauchen. Ne? So, eine Hand wäscht die andere. Wassermann-Energie. Und ich habe das Gefühl, dass die, weil der hat mich schon öfters gefragt, ob ich nicht mal auf einen Kaffee vorbeikommen will. Und ich sei ja so nett und so. Na, und ich interessiere mich ja so für die Natur. Ich glaube, dass die einsam sind. Die Kinder sind alle aus dem Haus. Ja, why not? Wassermann-Energie, why not? Dann schaffe ich mir meine eigene Familie hier. Meine Lieben. Ich sag, Wasser ist dicker als Blut, aber da bin ich auch. Also da weiß ich, dass es Menschen gibt, die das ganz anders sehen. Ich bin einfach ohne Familie aufgewachsen oder ohne Familienzusammenhalt, sagen wir es so. Genau, so, jetzt habe ich aber genug von mir geredet. Wir schauen jetzt in diese Botschaft, meine Lieben. Aber ich wollte euch dies wirklich, das, was ich jetzt hier gerade gesagt habe, das musste aus mir raus. Ich habe das Gefühl, manchen von euch hilft das, wenn ich, was ich gerade gesagt habe. So. Wie fangen wir denn an? Ich weiß gar nicht, wie wir anfangen. Ja, okay.
Doch, ich weiß, wie wir anfangen. Mit meinem neuen Lieblingsdeck. Ich habe noch ein neues Deck heute bekommen. Tatsächlich komplett jungfräulich, noch nie benutzt. Das verwende ich aber erst im Extender und auch nur als Impulskarten. Weil Midnight Tarot, da muss ich auch sehr auf der Vertrauensebene schwingen und sowas wird mich jetzt gerade ein bisschen verunsichern, um ehrlich zu sein, ein ganz neues Deck. Ich bleibe jetzt hier gerade erst in der Verbundenheit. Gut, liebes Universum, eine Botschaft hier zum Love Wednesday. Für alle, für die das Universum wirklich gerade Samen hat, Ast der Schwerter, und du wirst zu deiner Klarheit kommen. Wirklich, du wirst zu deiner Klarheit kommen. Du erkennst es irgendwie in den Gesprächen, im anderen, in den anderen, in der Reaktion, aber auch in der Aktion. Ne? Es ist ein Austausch. Look at you, you're bursting with sparkly new ideas. Schau dich an, so viele neue Ideen. 10 Kelche. Manchmal ist das Leben, wirklich diese zu schön, um wahr zu sein. Irgendetwas ist in dieser Fischezeit, das irgendwie 10 Kelche ist. Ich habe mir im Zuge dessen, dass ich mir ein Vision Board bastel, dass es jetzt hier in der Fischezeit gerade entsteht, mein ganz persönliches. Und meine Jahreskarte ist die 10 Kelche und offensichtlich fühlst du dich mit mir connected, also sie fällt jetzt hier auch in deine Legung. Manchmal ist alles zu schön, um wahr zu sein. Wirklich. Adi heißt er. Adi ist der perfekte Hundesitter für mich. Und man darf es einfach annehmen. Und es ist wirklich, Geduld. Was wächst? Wo wächst die Fülle empor? Wo weißt du, dass du am Ende des Tages das ernten willst, was du dir wünschst? Wir stehen auf jeden Fall auch noch vor Entscheidungen, ne? So. Wir kriegen viele Optionen. Wir kriegen viel Inspiration, viele Downloads. Wirklich, meine Lieben, mein Kopf ist so unfassbar voll. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele 1000 Botschaften in meinem Kopf sind. Wirklich. Aber in jeder Legung erscheint die Botschaft. Es dauert nicht lang und wir werden zu Klarheit gelangen. Wie, wo, was, wer, whatever. 10 Kelche. Durch Begegnungen, Page der Kelche, emotional, authentischen, offenen, liebevollen, keine Ahnung, Gesprächen. Dieser Merkur in Fische, unsere Bedürfnisse dringen irgendwie zu unserer Sprache und dann ab 10. März, ab Neumond in Fische, Merkur in Widder und dann wirklich, dann setzt der Austausch wirklich Dinge in Gang. Ich werde jetzt wo ich hier gerade auf meinen Kalender schaue, ich werde mein Gespräch mit Adi wahrscheinlich dann auf Samstag oder Sonntag legen. Für mich die perfekte Energie, um in so einen Merkur, Widder und Neumond Fische zu lenken. Und auch das gebe ich dir als Ratschlag mit, meine Lieben. Timing. Trust in divine timing. Alles kommt zur richtigen Zeit. Und ja, am Ende des Tages stehe ich jetzt heute mit der Erkenntnis, das ist nur ein Samen hier von meinen 100.000. Und am Ende stehe ich heute hier schon mit der Erkenntnis, zu sagen, naja, hat sich doch auf mein Vision Board fürs alte Jahr manifestiert. Denn wir sind noch im alten Jahr. Astrologisch gesehen sind wir noch im alten Jahr. Es passieren im alten Jahr noch Dinge, die mit dem alten Jahr zu tun haben. Aber nicht mehr lange. Ast der Schwerter. Es passieren auch sehr viele neue Dinge. Widder Eclipse Season. Astrologisches Neujahr. Und das ist nicht weit weg. Wirklich. Das ist nicht weit weg.
diesen Zustand dieser sieben Kelche, ich sage es euch die ganze Zeit, aushalten und alle Samen als Potenzial sehen. Wirklich. Aus jedem Samen kann was wachsen. Die Frage ist, wächst was? Und davon sind wir wirklich, ja, der Patient Witch, meine Lieben, genau das. Die geduldige Hexe. Let things fall into place. Lass die Dinge dir zufallen. Ne? Zufälle. Lass die Dinge dir zufallen. Und deal with it, wirklich. Dass du gerade in einer Zwei-Schwerter-Energie bist. Dass du es nicht siehst. Wach auf, was ist es, was du wirklich willst? Wirklich, so stand ich vor Adi am Montag. Genauso, Selbe oberflächlich ist es gar nicht, das ist eine liebevolle Kommunikation, aber wie man halt so mit jemandem redet, den man im Wald trifft, ne? So. Und auf einmal kam meine innere Stimme rein und ich habe klar gesehen, meine Lieben. Und das wird etwas verändern, Transformation, meine Lieben. Wir sind gerade, ich habe es euch gerade schon gesagt, wir sind gerade kollektiv in so einem krassen Transformationsprozess. Wir sind gerade in einem richtig krassen, kollektiven, spirituellen Erwachen. Und damit meine ich, dass jeder, egal wo er gerade steht, ne, egal auf welcher Frequenz er gerade schwingt, jeder erlebt irgendetwas, was ihn auf eine höhere Stufe, von seiner Skala aus, wie auch immer, aber auf eine höhere Stufe der Bewusstheit bringt. Wir steigen alle kollektiv gerade eine Stufe höher. Nur wir stehen alle woanders, unterschiedlich, ne? So, das ist alles ein Meer. Aber ich wirklich, was gerade los ist, die persönlichen Legungen, die ich aus Januar jetzt hier in den März mitgezogen habe, aus Gründen, die alle so krass sind, die alle so intensiv waren, auch für mich. Es ist krass, es ist intensiv, was gerade passiert. Aber am Ende passiert hier was. Und ganz ehrlich, ich rede jetzt schon in ein paar Sternzeichenlegungen die ganze Zeit auch über Mai. Ich habe für mich ganz persönlich herausgefunden, dass der Mai für mich mit dem Jupiter-Transit in die Zwillinge ein extrem wichtiger Turning Point in meinem Leben sein wird. Und jetzt habe ich es auch in ein paar Legungen gesehen. Wenn, ja, hier, krass, deswegen habe ich die Karten gar nicht rausgesucht, aber nichts passiert ohne Grund. Jupiter in den Zwillingen, meine Lieben. Jupiter in den Zwillingen wird ein riesengroßer Turning Point sein, uns unseren Wünschen näher zu bringen, wirklich Fülle zu gestalten, ein klares Bild davon zu haben, wer, wie, wo, was. Das liegt hier auch schon die Botschaft. Das ist Erfolg. Interessant. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich lege den Tod noch raus, aber ich fühl da keine Message mehr aus diesem Deck. So, eine kurze Botschaft hier aus diesem Deck noch, meine Lieben, und dann, okay, genau. Genau so eine Botschaft wollte ich haben, ja, meine Lieben. Und da sind die König der Münzen, die uns neue Werte zeigen, yes, yes, yes. Yes, oh mein Gott, was für ein Turning Point, meine Lieben. Was für ein karmischer Turning Point. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Okay, ich wollte eine kurze Botschaft, es wurde eine Riesenbotschaft. Late Night Tarot, meine Lieben, ich sag's euch. Also, Heart Healing Energy, meine Lieben. Big Way. Big Way kollektive Heart Healing Energy. Wir steigen alle eine Bewusstseinsstufe auf. Nur auf der emotionalen Ebene. Auf der emotionalen Ebene wachsen wir in, ne? Level geschafft. Next. Keine Ahnung, wo auf dieser Reise des Spiels du bist, aber du wirklich next level.
Und dieses nächste Level will neue Werte. Ne? Neue Werte des Miteinanders. Stierenergie, traditionell. Wo ganz viel Emotionalität mitschwingt. Meine Lieben, schaut euch das an. Zu dieser Bewusstseinserweiterung werden wir gerade eingeladen. Und das ist das alte Bewusstsein. Sieben Schwerter, wirklich, das losgelassen werden darf. Das Universum ist gerecht. Das Universum ist gerecht, meine Lieben. Es kennt nur den viel besseren Plan. Wirklich. Ich habe es euch, wie viele gerade wirklich zu ihrer Berufung erwachen, ihren Seelenweg finden, endlich ne, die Tür aufgemacht haben zum ursprünglichen Schmerz, wie viele grundlegende Entscheidungen in Beziehung gefallen sind, was da alles über die Bühne gegangen ist. Es war alles vorherbestimmt, um jetzt hier aufzusteigen auf eine neue Frequenz. Ne? Das ist ein Push. Das Universum pusht dich in deine Manifestation. Wow, what a message. Und zwar auch, vor allem, das ist Love Wednesday, auch wenn ich dir jetzt hier noch keine krasse, also das ist eine krasse Liebesgeschichte, ne? Es ist nur keine Liebesgeschichte. Du weißt, was ich meine. Aber hier ist die Liebesgeschichte, die Liebenden, die vier Stäbe. Hier ist deine Bestimmung. Hier ist deine Bestimmung. Du wirst sie klar erkennen. In dem Moment, in dem du dich offen und authentisch einlässt und sagst, auch ich erreiche eine neue Bewusstseinsstufe. Meine Lieben, hätte ich mich nicht geöffnet, hätte ich nicht einen Hundesitter. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dankbar ich da gerade bin. Meine Lieben, alles, was für dich bestimmt ist, kreuzt jetzt deinen Weg. Gib der Entwicklung Zeit, um klar unterscheiden zu können, indem du dir und deinen Werten Waage, Stierenergie treu bleibst. Und du bekommst, was du dir wünschst. Meine Lieben, crazy. Und wieder diese ganze Kommunikationsenergie hier, diese ganze Sprache. Ne? Acht Stäbe Kommunikation, Magier, Merkurenergie, Zwillinge-Energie. Wo habe ich sie denn noch? Ja, gut, das war's. Ast der Schwerter zweimal ist auch, ne? Auf jeden Fall Kronenchakra, Kehlchakra, whatever Energie. Gut, meine Lieben, ich lasse diese Botschaft hier so stehen, wie sie ist. Wirklich. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehe und versuche da jetzt ein bisschen mehr, wobei es ist eine Late-Night-Tarot-Legung. Die Late-Night-Tarots, die erzählen immer Energien und Vibes und Stories oder keine Stories, keine Ahnung. Wirklich, ich weiß nicht, was im Extent rauskommt. Vertrau deinem Bauchgefühl. Hör auf deine Intuition, ob du glaubst, dass da noch eine Botschaft für dich drin steckt oder nicht. Ich kann es dir gerade nicht sagen, wohin die Reise geht. Ich bin auch ganz ehrlich gerade zu dir. Late-Night-Tarots sind einfach anders. Genau, also unten findest du den Link dazu, aber du hast auch die Möglichkeit, Zugang zu allen Extendeds hier auf meinem Kanal zu bekommen, nämlich mit der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest, und darüber würde ich mich sehr freuen, findest du unten in der Infobox alles, was du dazu wissen musst. So, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen, ich glaube, ich habe alles erzählt. Das, was gerade passiert, ist unfassbar karmisch im Sinne vom Loslassen, ne? Hier so, ist unfassbar inspirierend, ist erkenntnisbringend, aber wir müssen in dieser Patient Witch
Energie sein und darauf vertrauen, dass wir an diesen Punkt der Klarheit kommen, wirklich. Den sehe ich in jeder Legung, die ich mache, diesen Punkt der absoluten Klarheit. Und der ist nicht weit weg. Informationsfluss, Kommunikation, Klarheit, Wahrheit, Gerechtigkeit. Ne? So. Du kannst, wenn du nicht vollkommen blind bist, nicht die falsche Abzweigung nehmen. Das sagt die Legung. Das sagt die Legung, meine Lieben. That's the message. Und so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank und vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!